Hallo zusammen, willkommen bei Finance Fellows, eurem Kanal für Finanzbildung. Mein Name ist Marcel und in diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Zins. Dabei starten wir zunächst mit einer Definition und klären, was Zinsen überhaupt sind und in welchem Zusammenhang sie erhoben werden. Danach werfen wir einen genaueren Blick auf die unterschiedlichen Zinsarten. Zum Abschluss des Videos beschreiben wir dann noch den sogenannten Zinseszinseffekt. Das Video und das Verständnis vom Zins wird euch dabei helfen, eure Spar- und Investitionsvorhaben besser zu bewerten. Und jetzt viel Spaß beim Video! Der allgemeinen Definition folgend ist der Zins das Entgelt oder auch der Preis für die Überlassung von Kapital. Die einfachste und wohl bekannteste Art der Kapitalüberlassung ist das Bereitstellen von Geld in Form von Krediten oder Bankeinlagen. Schauen wir uns hierzu ein kleines Beispiel an. Leiht sich eine Person von einer Bank Geld, zum Beispiel für den Kauf eines Autos, dann nimmt sie einen Kredit auf. Für die Kreditaufnahme muss die Person als Kapitalnehmer der Bank dann einen Sollzins, auch Nominalzins genannt, bezahlen. Sie kann der Bank aber auch Geld in Form von beispielsweise Spar- oder Termineinlagen zur Verfügung stellen. In diesem Fall sprechen wir dann von einer Bankeinlage. Die Person bekommt dann, diesmal als Kapitalgeber, von der Bank einen Zins, den Habenzins. Eine weitere Art der Kapitalüberlassung ist die Bereitstellung von Sachen, also Wohnungen oder Grundstücken. Im Fall von Wohnungen zahlt der Mieter dem Vermieter das Entgelt in Form einer regelmäßigen Miete, weshalb in diesem Zusammenhang auch vom Mietzins gesprochen wird. Ähnliches gilt für die Bereitstellung von Grundstücken. Hier spricht man dann von einer Pacht bzw. vom Pachtzins, der entrichtet werden muss. Es wird euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen sein, dass für die Bereitstellung von Krediten und Bankeinlagen die erhobenen Zinsen meistens in Prozent angegeben werden. Das bedeutet, dass der Zins direkt ins Verhältnis zur bereitgestellten Geldsumme gesetzt wird. In diesem Fall wird dann vom Zinssatz gesprochen. Die Angabe des Zinssatzes bezieht sich dabei auf einen festen Zeitraum, üblicherweise ein Jahr. Dies ist auch häufig durch die Abkürzung PA erkennbar. Sie steht für den lateinischen Ausdruck per annum und bedeutet pro Jahr. Mit dem Zinssatz als Verhältniszahl lassen sich dann auch zum Beispiel Kredite unterschiedlicher Höhe miteinander vergleichen. Im nächsten Schritt wollen wir aufzeigen, welche Kriterien die Höhe eines Zinssatzes beeinflussen. Maßgebliche Bedeutung haben Leitzinsen von Zentralbanken. Kurz zur Erklärung. Der Leitzins bestimmt, zu welchen Konditionen Geschäftsbanken bei der Zentralbank Geld anlegen oder aufnehmen können. Also vereinfacht gesagt, wie teuer das Geld für die Bank ist. Und diese Konditionen übertragen Geschäftsbanken auch mittelbar auf Anleger und Kreditnehmer. Somit wird vielleicht auch schon erkennbar, dass Zinsen ebenfalls ein wichtiges Instrument in der Geldpolitik darstellen. Ein weiterer Faktor ist die Laufzeit. Sowohl bei Krediten als auch bei Bankeinlagen gilt, je länger die Laufzeit, desto höher ist der entsprechende Zinssatz. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zwei der wichtigsten sind das erhöhte Inflations- und Zinsänderungsrisiko. Die Inflation beschreibt den Anstieg des allgemeinen Preisniveaus. Steigt die Inflation, bedeutet das, dass die heute vereinbarten Erträge des Kapitalgebers zukünftig weniger wert sind. Das ist gut für den Kreditnehmer, aber schlecht für den Kreditgeber oder auch Anleger. Zinsänderungen stehen oft im Zusammenhang mit Inflationsentwicklungen. Aber warum stellen sie ein Risiko dar? Schauen wir uns hierzu ein kleines Beispiel anhand eines 20-jährigen Immobilienkredits mit einer jährlichen Verzinsung von 5% an. Sinkt zum Beispiel nach 5 Jahren das allgemeine Zinsniveau auf 2%, zahlt der Kreditnehmer im Vergleich zu den gegenwärtigen Konditionen mehr. Würde er den Kredit nämlich heute nochmal aufnehmen, müsste er nur 2% bezahlen. Andersherum sieht es natürlich bei möglichen Zinserhöhungen aus. Dann zahlt der Kreditnehmer im Verhältnis zum aktuell vereinbarten Zinssatz weniger. In diesem Szenario wäre der Kreditgeber dann im Nachteil. Je nach Kredithöhe und Verwendung beeinflusst auch die Kreditart die Höhe des Zinssatzes. Klassischerweise wird hier in Dispositions-, Verbraucher- und Immobilienkredit unterschieden. Für zweckgebundene Kredite, wie beispielsweise dem Auto-, aber auch Immobilienkredit, fallen in der Regel geringere Zinssätze an als für frei verwendbare Kredite, da hier der Zweck zusätzlich als Sicherheit für den Kreditgeber dient.
Zum Schluss spielt die Bonität des Kreditnehmers natürlich auch noch eine wichtige Rolle. Die Bonität, auch Kreditwürdigkeit genannt, beschreibt die Fähigkeit und den Willen des Kreditnehmers, aufgenommene Kredite vereinbarungsgemäß zurückzuzahlen. Dabei gilt, je schlechter die Bonität, desto höher sind auch die Zinsen, die der Kreditgeber verlangt. Je nachdem, ob wir einen Kredit aufnehmen oder der Bank Geld in Form von Bankeinlagen zur Verfügung stellen, müssen wir Sollzinsen zahlen bzw. bekommen wir Habenzinsen. Im täglichen Umgang begegnen uns darüber hinaus jedoch noch weitere Zinsarten, die wir an dieser Stelle einmal betrachten wollen. Da gibt es zum einen den Effektivzins. Er spielt bei Krediten eine wichtige Rolle und berücksichtigt im Gegensatz zum Sollzins alle Kreditkosten, also auch Abgelte oder Provisionen, welche die monatliche Rate und somit den Kredit verteuern. Da er nach einem fest definierten Vorgehen berechnet wird, bietet er die Möglichkeit, unterschiedliche Kredite miteinander zu vergleichen. Er muss neben dem Sollzins auch bei allen Kreditangeboten mit angegeben werden. Solltet ihr also einen Kredit aufnehmen müssen, betrachtet immer auch den Effektivzins. Ein weiterer wichtiger Zins ist der Realzins, da er zusätzlich noch die Inflation berücksichtigt. Liegt die Inflationsrate beispielsweise bei 1,3%, der Soll- oder Habenzinssatz hingegen nur bei 1%, ergibt sich damit eine negative Differenz, also ein negativer Realzins. Der Kapitalgeber verliert in diesem Fall Geld in Form von Kaufkraftverlust. Der Realzins sollte demnach insbesondere bei langfristigen Spar- und Investitionsvorhaben mit berücksichtigt werden. Manchmal hört man auch das Wort Negativzins. Dieser liegt vor, wenn der Soll- oder Habenzinssatz unter 0% liegt. Damit unterscheidet er sich zum negativen Realzins dadurch, dass schon bei Vertragsabschluss, also unabhängig von der Entwicklung des Preisniveaus, ein negativer Zins vereinbart und akzeptiert wird. Wer hat den Satz, das Geld für sich arbeiten lassen, nicht schon mal so oder in einer ähnlichen Form gehört? Aber was genau bedeutet das? Hinter diesen Überlegungen steht der Zinseszinseffekt, den wir uns im letzten Teil des Videos genauer anschauen. Betrachten wir hierfür ein einfaches Anlagebeispiel, in dem wir 1000 Euro für ein Jahr und einem Zinssatz von 5% anlegen. Entsprechend dieser Rahmenbedingungen würden wir nach Ablauf des ersten Jahres 1.050 Euro bekommen, bestehend aus den 1.000 Euro Startkapital und 50 Euro Zinsen. Legen wir diese 1.050 Euro dann für ein weiteres Jahr zum gleichen Zinssatz an, bekommen wir nach Ablauf des zweiten Jahres schon 1.102,50 Euro. Also nicht mehr nur 50 Euro Zinsen, sondern bereits 52,50 Euro. Der gleichen Logik folgend bekämen wir nach Ablauf des dritten Jahres dann schon knapp 55 Euro Zinsen. Die steigenden Zinseinnahmen erklären sich dadurch, dass die aus den ersten Jahren erwirtschafteten Zinsen in den nachfolgenden Jahren selber wieder Zinsen abwerfen. Und dieser Tatbestand wird Zinseszinseffekt genannt. Bei den gezeigten drei Jahren ist die Entwicklung noch recht überschaubar. Richtig entfalten tut sich der Zinseszinseffekt aber erst nach einem längeren Anlagezeitraum. Erweitern wir deshalb unsere Zeitspanne auf 20 Jahre. Die Rahmenbedingungen mit 1000 Euro Startkapital und einer jährlichen Verzinsung von 5% bleiben gleich. Um den Effekt auch grafisch besser zu verstehen, betrachten wir zu Beginn die Ergebnisse einer einfachen Zinsrechnung. In diesem Fall hätten wir nach einer Laufzeit von 20 Jahren 2000 Euro, bestehend aus den 1000 Euro Startkapital und 1000 Euro Zinsen. Werden die jährlichen Zinsen hingegen immer für das Folgejahr direkt wieder angelegt, werden also weiter verzinst, dann erhalten wir nach 20 Jahren 2.653 Euro. Auch hier, bestehend aus den 1.000 Euro Startkapital, diesmal jedoch Zinsen in Höhe von 1.653 Euro. Im Vergleich zu der einfachen Verzinsung entspricht das also knapp 650 Euro mehr. Noch deutlicher wird der Effekt, wenn wir den Zeitraum und den Zinssatz weiter erhöhen, beispielsweise um 5 Jahre und 7%. Dann liegt das Ertragsdelta am Ende der Laufzeit schon bei 2.677 Euro. Und dieser Effekt wäre sogar noch größer, wenn regelmäßige Sparraten zusätzlich zum Startkapital investiert werden würden. Das Beispiel zeigt deutlich, dass der Zinseszinseffekt einem exponentiellen Wachstum folgt und für die persönliche Anlage nicht unterschätzt werden sollte. Der Vollständigkeit halber sei auch noch gesagt, dass der Zinseszinseffekt natürlich auch durch die Häufigkeit der Zinsgutschrift beeinflusst wird. Oftmals werden gerade für klassische Termineinlagen die Zinsen jährlich ausgezahlt. Es gibt aber auch Anlagen wie beispielsweise das Tagesgeld oder auch P2P, wo es zu einer unterjährigen Zinsgutschrift kommt.
beispielsweise halbjährlich, quartalsweise oder auch monatlich. Dabei gilt grundsätzlich, je häufiger die Zinsen ausgezahlt werden, umso besser kann der Zinseszinseffekt genutzt werden. Wenn ihr den Zinseszinseffekt genauer verstehen und vielleicht auch mal mit eigenen Zahlen durchspielen wollt, findet ihr auf unserer Homepage einen kostenlosen Zinseszinsrechner. Fassen wir die Inhalte des Videos noch einmal zusammen. Wir haben uns zu Beginn angeschaut, was Zinsen überhaupt sind und in welchem Zusammenhang sie erhoben werden. Ebenfalls haben wir den Zinssatz als Darstellungsform erklärt und aufgeführt, welche Kriterien ihn beeinflussen. Im zweiten Teil haben wir uns dann mit dem Soll- und Habenzins, dem Effektivzins und dem Realzins die wichtigsten Zinsarten angeschaut. Im letzten Abschnitt sind wir dann noch auf den Zinseszinseffekt eingegangen. Wir haben mit einem einfachen Anlagebeispiel gezeigt, wie er auf Basis der Laufzeit und Zinshöhe einem exponentiellen Wachstum folgt. Hat euch das Video gefallen? Dann schenkt uns eine positive Bewertung und abonniert unseren Kanal. Das motiviert uns, für euch auch in Zukunft tolle Erklärvideos zu erstellen. Wenn ihr Fragen zum Video oder Wünsche für ein neues Thema habt, hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.